Ja, da sind wir wieder. Son Goku hat uns in der letzten Folge entführt. Ich muss noch meine Vorschau wieder groß machen. Ich habe so schnell die Folge gecuttet und neu begonnen. So. Jetzt kann's losgehen. Ja, Freunde. Son Goku hat uns entführt. Also müssen wir jetzt erst hier das Quest machen. Hey Meister Kaio, ich bin zurück und habe die kosmischen Bananen dabei. Oh, gut gemacht, dann zeig mal her. Warte, bist du. Wie? Die kosmischen Bananen sind alle zermatscht. Aber wie konnte das denn passieren? Dinge von der Erde vertragen die Schwerkraft hier nicht. Aber Bubbles hat sich schon einmal verspeist, oder? Warum ist das jetzt passiert? Die von der Erde hat er ja noch nie gegessen. Diese Frucht wurde vor Zehntausenden von Jahren auf die Erde gebracht. Als du zum ersten Mal hierher kamst, hattest du auch Probleme, weil du nur die Schwerkraft der Erde kanntest. So wie du müssen diese Bananen also an die Schwerkraft der Erde angepasst werden. Nein, dieses Planeten hier. Aber wie soll ich Bubbles dann mit Früchten von der Erde füttern? Ich hab's ihm doch versprochen. Da fragst du den Falschen. Vielleicht weiß Bulma wieder Rat. Kann ich mir in der Zeit noch ein bisschen was einschütten hier von dem kalten Malzbier. Hey! Ah, du bist zurück? Was kann ich diesmal für dich tun? Ja, es gibt da etwas. Son Goku erklärt die Situation. So, ne? Verstehe. Nun, wenn sie zermatscht werden, dann mach doch einfach Saft draus. Der Geschmack ändert sich ja nicht. Oh, das ist eine schlaue Idee. Ich habe jede Menge Behälter, die das Zehnfache der Erdschwerkraft aushalten. Bring mir einige Bananen, dann bereite ich dir den Saft zu. Thank you. Danke, Bulma, ich bring dir gleich welche. Gut, dass ich nicht noch mal 10 sammeln muss. Du hast kosmischen Bananensaft erhalten. Prost! Meister Kaio, ich habe die Bananen, aber ich musste sie zuerst zu Saft verarbeiten. Oh, wie raffiniert von dir. Eigentlich war es Bulmas Idee. Bubbles hat Saft. Oh, wir haben Bubbles. Training. Okay. Bubbles hat den Saft bis zum letzten Tropfen getrunken. Du hast raffiniertes Gold erhalten. Wie? Was ist das, Bubbles? Ist das für mich? Oh, das ist Bubbles liebster Gegenstand. Er will dir wohl zeigen, wie dankbar er ist. Ach, so ist das. Vielen Dank, Bubbles. Tja, ich bin dann mal wieder weg. Warte, Son Goku. Wie? Was gibt's, Meister Kaio? Stimmt was nicht? Wo ist das versprochene Fertiggericht? Das habe ich ganz vergessen. Ich bring's beim nächsten Mal mit. Hey, warte mal. Danke. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Mittagessen nicht ausgelassen. Da sind wir wieder. Solange ich es nicht wieder vergesse. Community. Seelenabzeichen. Bublés. In die Trainingscommunity. Ja, das macht Sinn. Haben wir für ihn noch ein Geschenk hier fürs Training? Kann er haben. Super Power Protein. Kaching. Hm,
Ja. Nice. Hätten wir das auch. Ja. Ich wollte mich etwas in Form bringen, um helfen zu können. Lass uns da rausgehen und unser Bestes geben. Hier, das ist für dich. Danke. Ich kann nicht fassen, dass Vegeta so leicht besiegt wurde. Von wem? Freezer? Das ist schon ein bisschen her. Na. Ja, Yamcha geht's gut. Wie Cyborgs wohl aussehen? Oh, ich kann hier nicht in First Person gehen. Ich wollte mir das Huhn angucken. Ich wollte es natürlich nicht abschießen oder so. Ich klaue Eier. Was ist los, Dr. Breeze? Ja. Ah, Son Goku, hast du kurz Zeit? Okay, was ist los? Ich wurde gerade von einer Idee für eine neue Maschine wie vom Blitz getroffen. Das Problem ist nur, dass mir die Materialien fehlen, um sie zu bauen. Eine Maschine? Was denn für eine? Kann die 0, nichts Essen zubereiten? Ja, ja. Nein, nein. Die macht Klang, wenn sie sich bewegt. Klang? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nicht? Also angetrieben wird sie von einem hydraulischen System, das... Wow. Ich will hier keine Physikvorlesung erhalten. Ich muss nur wissen, dass du vorhast, eine komplizierte Maschine zu bauen. Ja. Naja, die Konstruktion wird recht simpel sein. Aber ich brauche ein paar spezielle Materialien, um sie zu verstärken. Könntest du die Materialien für mich besorgen? Es soll dein Schaden nicht sein. Okay. Jo, dann machen wir das doch mal. Entspanntes Genie. Klar, das könnte ich wohl tun. Danke, ich schulde dir was. Ich brauche Folgendes. Totenkopf, Robo-Zahnrad, Densit und Silbererz. Das sollte alles sein. Aber das Densit könnte Probleme machen, das liegt nirgendwo einfach so rum. Das ist ein ganz besonderes Material, das findest du nur, wenn du große Felsen zerstörst. Ich muss also bloß ein paar große Felsen in die Luft jagen, hä? Kein Problem, auf geht's. Zeit zum Sammeln. Silbererz haben wir. Densit. Finden wir das sogar hier draußen eigentlich? Weil vor der Stadt ist ja auch so ein Ödland, ne? Vielleicht haben wir da schon ein bisschen Glück und können das finden. Ach ja, West City. Ja, wissen wir doch. Läuft Vegeta hier irgendwo rum? Vegeta! Sind Sie da? Die Leute reden hier immer über Rezepte. Die Rezepte für mich? Was haben wir denn? Baked Fresh Daily, Croco Dandy's Sandwich Shop. Okay, Croco Dandy's Sandwich Shop sieht voll cool aus. Old Glass Optical Store. Hamburger, Coffee and Walnut Cake. Pizza and Pasta, Fresh and Hot Restaurant. Ah, hier gibt's wohl kein Corona, ne? Viele Leute draußen. Konnichiwa. Die perfekte Kombination von Zutaten macht ein Gericht erst zu was Besonderem, findest du nicht auch? Es ist, als ob die Zutaten alle zusammenwirken und die natürliche Köstlichkeit verstärken. Ich habe die verschiedensten Dinge zubereitet, um die Kunst des Kochens zu meistern. Jetzt habe ich endlich das perfekte Rezept gefunden. Leider ist es nicht leicht, alle nötigen Zutaten zu sammeln. Ich bringe dir eins meiner Rezepte bei, versuch doch mal, es selbst zuzubereiten. Cool. Okay, das heißt, wenn wir jemanden mit einem Rezept sehen... Glorious Hippo Man, da bist du wieder! Dich habe ich lange nicht gesehen, mein Freund. Geht's dir gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, mein Freund, ey. Du bist so cool. Ich liebe dich, du bist eines meiner Thumbnails.
kritischer als in der westlichen Hauptstadt kann man es nicht mehr haben. Aber nur einen kurzen Fußmarsch entfernt ist man umgeben von lauter Natur. In Richtung des Gebirges gibt es viele Tiere. Das Meer ist auch nicht weit. Crazy. Tschüss! Darf ich dir was fragen? Was hältst du von mir? Darfst du anscheinend nicht, sie antwortet nicht. So, wir müssen Felsen kloppen, habe ich gehört. Jetzt wäre ich fast durch das Haus hier geflogen. Ja, da war jetzt noch nichts dabei. Was? Nanka yada na. Sasato katasuke. Cyberman. Gibt's hier noch? Solche Felsen? Nanka yada na. Sasato katazuke chima ka. Scheinbar nicht. Aber hier muss es irgendwo einen Dragon Ball geben. Joinks. Okay, er geht nicht. Nanka yada na. Sasato katazuke chima ka. Na, wer will gegen uns kämpfen? Oh, wie süß. Warum ich tatsächlich gekratzt? Frech. Das war echt frech. Okay, also hier gibt es keinen Densid. Bleibt die Frage, wo dann? Könnt noch mal in den Dschungel gucken. Rezept. Ich lese Rezept, ich komme. Oh, hi, Fisch. Konnichiwa. Das ist ein erstaunlicher Fang, dürfte ich ein paar Fragen stellen. Aber gerne doch, ich habe sogar ein Rezept, das ich teilen kann. Oh, ein eigenes Rezept. Gut aufgepasst, zuerst sind die Schuppen dran. Mit der richtigen Technik fallen sie ganz einfach ab. Oh ja, verstehe. Dann die Temperatur und die Würze, damit sollte man sich auf keinen Fall zurückhalten. Beeindruckend. Wir haben es fast geschafft, aber eine Zutat fehlt noch, die wichtigste. Und das ist die Aufrichtigkeit. Oh, ausgezeichnet. Da haben wir es, mein geheimes Fischrezept. So kann man in der eigenen Küche die feinsten Aromen herbeizaubern. Arigatou gozaimasu. Trotz der abstrakten Beschreibung konnte ich das Gericht förmlich vor meinen Augen sehen. Vielen Dank, das kommt alles in den Artikel. Okay. Calamari. Guck mal an. Ach,
Ich bin ein Vollidiot. Ja. In dem Riff da vorne findet man Premium-Weißmuscheln. Super frisch und lecker. Cool. Seht ihr das da hinten? Und auf der Karte die beiden blauen Markierungen? Ja. Vielleicht sollte man öfter mal gucken, was das Spiel einem so sagt, wo man hin soll. In der Stadt erzählt man sich, dass man im östlichen Schluchtbereich wertvolle Mineralien finden kann. Mach die auf den Weg, bevor alles weg ist. Ich will gerade gar keine sammeln, danke. Hetz mich mal nicht. Ich habe gerade letzte oder vorletzte Folge erzählt, wie schön gemütlich ich das Spiel jetzt spielen kann, endlich. Dann willst du mich hetzen. Frechheit. Ist hier noch ein Dragon Ball? Moment. Das muss ich genau untersuchen. Mein Radar würde mich ja nicht anlügen. Das ist er nicht. Was ist denn gar nicht gut? Ja. Ich bin zwar für die Instandhaltung des Leuchtturms zuständig, aber da ist gerade ein merkwürdiges Maschinenteil runtergefallen. Es ist ziemlich groß, weshalb ich mich frage, ob der Leuchtturm auch ohne das Teil funktioniert. Wie willst du es haben? Danke. Sehr nett von dir. Joink. Der gehört jetzt uns. Na komm, wenn ihr lebensmüde seid. Fangen mit der Erholungsdrohne an. Nicht zur Weltkarte. Möchte ich los? Ich möchte den Bereich nicht verlassen, danke. Dann kümmern wir uns. Genau, die Drohne sollte noch ein bisschen trainieren. Ja, das Schiff müssen wir kaputt machen. Habt ihr das Zahnrad? Das erste Mal, dass sich so ein Ding bewegt hat. Oh. Es war gar nicht das. Das ist wahrscheinlich der Felsen hier unten, oder?
Bist du denn Sied? Du bist denn Sied. Das muss es sein. Das wäre echt umständlich, an das Ding zu kommen. Naja, wenn man... Wenn man weiß, dass man hier hin muss dafür, dann geht's. Aber auch das Einzige, ne? Wir fliegen noch mal eben zu dem anderen Ding. Gucken, ob wir da einen Totenkopf-Robo finden. Nein, nicht den Bereich verlassen. Oh, danke. Hast mich gut abgesetzt, Spiel. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Was war das denn? Man stehen die nicht vor uns, sondern um uns rum. Da ist doch noch eine Erholungsdrohne. Finish. Eindringling entdeckt, muss eliminiert werden. Ich muss einfach nur diese Dinger besiegen, oder? Eliminieren. Jetzt hast du mich unterbrochen, du. Kackding. Okay. Wie viele von euch gibt's denn hier? Okay, Rage Goku ist nicht schlecht. Zahnräder sind eine Sache. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Steine so schwierig zu finden sind. Alles klar. Ich sollte besser zu Dr. Briefs zurückkehren. Machen wir gleich. Ich will nur mal einen Blick in die Höhle werfen. Ob die Höhle wohl groß genug ist, dass ich drin trainieren kann? Wer weiß. Wenn du zu lange arbeitest, riechen deine Schuhe irgendwann unangenehm. Das ist eine Lebensweisheit. Die gibt's nur hier. Nur von Meister Kaio. Er hat nicht Unrecht. Kann keiner sagen, dass es nicht stimmt, was der Mann sagt. Goldkompass. Noch eine Medaille. Und Ohrringer. Fette Beute, würde ich mal sagen. Moin.
Die Drohne ist noch übrig. Bringen wir das Quest noch eben weg, ne? Dann haben wir einen guten Abschluss für die Folge. Oh, kein Team mehr. Wir gehen mal zu Fuß. Es ruckelt ein bisschen, ne? Das hat's auch vor Pro nicht. Naja. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Es ist halt viel los in der Stadt. Das kann schon mal vorkommen. Er müsste jeden Augenblick wieder hier sein. Ich brauche die Materialien dringend. Ach, gut gemacht. Und jetzt Wissenschaft. Jetzt kann ich etwas besonders Tolles fertig machen. Oh, was für eine Maschine willst du denn bauen? Was für eine? Was für eine? Es wird eine super Musikmaschine. Musikmaschine? In der Tat, ich habe sie so entworfen, dass sie dreidimensionale Musik spielt und dazu tanzt. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Rhythmussynchronisierung, aber mit diesen Materialien kann ich endlich... Okay, okay, alles klar. Oh, sicher? Ich hatte gehofft, du würdest was Cooleres bauen, zum Beispiel ein Fahrzeug. Haha, das wäre zu einfach gewesen. Ich lasse hier meine kreative Muskeln spielen, sozusagen. Oh, alles klar. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Jedenfalls bin ich dank dir einen Schritt näher an meinem Ziel. Vielen Dank. Cool. Dr. Briefs. Das war klar, dass er bei den Werkzeugen gut ist. Aufstieg. Nice. Wir waren immer noch nicht bei Chi-Chi. Ich wollte es nur gesagt haben. Seelenabzeichen. Natürlich hierhin. Ja. Das stimmt wohl. Oh, sieht so aus, als wäre es vorbei. Ich glaube, Son Goku meint die Folge. Eier geklaut. Kapselkrise. Bulma ist wütend auf Yamchu. Sie beschließt, gemeinsam mit Son Goku nach den Dragon Balls zu suchen und verlässt das Haus. Bevor sie geht, will sie schnell noch die Kapsel mitnehmen, die das für ihre Unterwassererkundung benötigte U-Boot enthält. Dummerweise gehört die Kapsel, die sie in die Hände bekommt, ihrem Vater, Dr. Breeze. Bulma schaut nach, was in der Kapsel ist und findet Dr. Breeze wertvolles, Magazine? Hä? Was ist das? Warum sind die Leute nackt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin und ciao.